Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir fahren weiter zu dem Fragezeichen mit unserem Supertruck. Und ich glaube, wir müssen hier nur noch geradeaus und dann irgendwann rechts abbiegen. Mal gucken. So. Oh. Ich glaube, hier müssen wir rechts abbiegen. Na komm, lass mich durch. So, und ich bin mal gespannt darauf, wer das ist. Müssen wir jetzt hier lang? Ich glaube nicht. Oder? Doch, doch, müssen wir. Wow. Oh, und da ist unser Anhänger auch schon ab. Naja. Fahren wir halt so weiter. So, dann müssen wir hier runter. Nee, wir müssen weiter geradeaus. Wir müssen hier in den Ort. So, da vorne ist es auch schon. Oh. So, dann parken wir hier einfach mal. So. Wunderschön. Und gehen mal an unser Handy. Carl, it's me. Sweet, what's going on, man? Man, what the fuck you think is going on? I'm in the prison hospital, nigga. I know. You alright? Hell nah. You gotta do something, man. I'm trying, man. I just gotta make sure Kendall's safe first. All right, man. I gotta go. Don't worry, bro. I ain't gonna leave you in there. Ja, wir lassen Sweet nicht versauern im Knast. Aber zuerst schauen wir mal, wen wir hier treffen. First date. Do you want some, Fetzer? You big, strong Yankee piece? I sing fucking units with more balls than you. What the fuck did you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin, on, Mexican bitch. Guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Crazy. Lady, bitch. I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. I gotta get back to you. Where's your car? Where's yours? Ladies don't drive themselves. That's what men are for. Oh my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. So, hier ist doch mein Auto. So, dann steigen wir mal ein. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Okay, good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've cased 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up, which one first? You're the driver, you dumb pig, you choose! Ja, da sind wir jetzt offenbar mit der Cousine vom Caesar unterwegs und die hat uns insgesamt jetzt 4 Ziele gegeben in 4 verschiedenen Vorstädten. Hier vorne ist gleich eins. Ich würde sagen, das machen wir dann. So, dann fahren wir mal hier vorne. Tanker Commander. This here is bulletproof glass. So you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Steig in die Zugmaschine. So, wir sollen denen jetzt offenbar das Benzin klauen. So. Dann einfach mal ankuppeln. I ain't losing another crappy job because of some crazy bitch. Come on, Derek, we're gonna stop those bastards. Do I have to? Drive! I know a guy who's der Tank hat jetzt auch eine Schadensanzeige. Und ich weiß nicht genau, wie wir fahren sollen. Das ist blöd. Oh oh. I'm scared. Ich hoffe, das hier ist der richtige Weg. So, sind die noch hinter uns? Ja, die sind hinter uns. Der Wagen hier ist auch so langsam, der Truck. Oh oh. Ich habe Angst, dass wir den Anhänger verlieren. Und der Wagen ist wirklich in einem katastrophalen Zustand. Oh 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 oh.
Katharina hat es nicht geschafft. Okay. Also ist mir gerade ein Rätsel, wie sie es nicht geschafft hat, aber ich würde sagen, ich mach diese Mission nochmal bis dahin, wo wir den Anhänger hier ankuppeln. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, das war jetzt eigentlich nicht viel. Ihr habt eigentlich gar nichts verpasst. Außer, dass wir nochmal $36 bekommen haben, weil ich mit dem vorherigen Truck nochmal eine Klippe runtergefahren bin. So, angekuppelt und jetzt schnell weg. So, ich habe mir hier auch schon was auf der Karte markiert, womit wir jetzt diesmal hoffentlich ein bisschen schneller wegkommen sollten. Sind sie noch hinter uns? Ja, sind sie. Leider. Und ich erinnere mich nur noch sehr schwach an diese Mission, muss ich sagen. Und auch an die anderen. Aber ich wusste, dass ich die Mission hier nicht so gerne gemacht habe. So, dann fahren wir mal hier lang. Okay, und die sind momentan nicht schneller als wir. Wir sind schneller. Das ist sehr gut. Die dürfen uns nicht überholen, weil die uns sonst abknallen. Und hier vorne ist es dann auch schon. Oh oh. Jetzt komm, komm, komm. Nicht auf den letzten Metern versagen. So. Und das hat ja sehr gut geklappt. Hello, Mr. Whittaker. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this water cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Goodbye. Mission erfüllt, $5,000. Ja, und wir können jetzt weitere Lastwagen-Missionen machen, um uns einfach noch so ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Ja, wir kriegen noch einen Anruf. Yeah, Carl. Who is this? You know me. This is the truth. No, I don't. Perfection. They said you were a moron. Who? Okay, you can drop the act now, kid. You the police? No, we have a mutual friend and business partner. We do? Who? Yes. Have you killed any cops lately? Oh man, Tenpenny. I should have known. That asshole. So I've got a room at a motel in Angel Pine. Make sure nobody follows you. So, und wir haben jetzt noch eine oder die einzigste Mission von The True. Wo ist der denn genau? Der ist da. So, ich würde sagen, dann schnappen wir uns hier mal ein Auto und fahren zu The True. Oh. Übrigens, wenn ihr diese Fahrten hier nicht sehen wollt, müsst ihr mir das auch mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr die sehen wollt oder ob nicht, weil ich kann die auch ganz gerne rausschneiden. Mich würde das, also mich stören die Fahrten nicht. Aber ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Oh. Und ich sollte mal lieber wirklich vorne auf die Straße gucken, dass wir nicht allzu viel mitnehmen. Zu den Motorradfahrern nehmen wir hier aber mit. Komm. So. Wir hätten uns natürlich auch mal das Motorrad schnappen können. Aber da fällt mir ein, wir können uns ja den Flammenwerfer holen, wenn ich dran denke. Oh. Und der hat einfach gestoppt. So, diese Raststätte, die müsste auch hier... Oh. Die müsste auch gleich kommen. Irgendwann mal, irgendwo. Wieso flog denn da ein Motorrad rum? Naja.
So, hier kann man wieder hoch. Das ist gut. Und dann müssten wir auch gleich da sein. So, den schieben wir hier mal so ein bisschen aus dem Weg. Ja, unser Wagen raucht hier langsam auch schon. Das ist auch nicht, das ist nicht wirklich gut, besonders wenn man dann, mit voller Geschwindigkeit in andere Autos reinrast. Weil die aus irgendeinem Grund, stoppen. Und ich frage mich jetzt langsam, wo diese Raststätte ist. Die war eigentlich immer hier. Die kann ja jetzt nicht weg sein. So, hier vorne ist sie. Hier können wir uns dann auch mal ein neues Auto schnappen. So, hier mal parken zum Tanken. Ja, nehmen wir mal das hier. Nee, hier ist ein Feuerlöscher. Wieso ist da ein Feuerlöscher? Wo war denn dann der Flammenwerfer? Keine Ahnung. Aber ich weiß, bei irgendeiner Raststätte war auch ein Flammenwerfer. Mal schauen, ob wir den noch finden. Also ich hoffe, dass wir den noch finden. Fahren wir jetzt hier einfach mal zu der Schuh. Der ist gleich hier vorne. So, dann können wir auch gleich nochmal speichern. Oh, oh. So. Hier kurz aussteigen. Speichern. So. Und der Part ist auch schon wieder vorbei. Ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Frido. Ciao.